Herzlich unser Nomi, wir hoffen, man kann auf großen Bahnhof Toronto. Bin ich hier in Dissolf Bilk und hier wird sehr fleißig an dem neuen Regiobahnsteig für die Regionalzüge gebaut, und zwar direkt hier am Ferngleis natürlich, denn der S-Bahn-Gleis ist eher nur für S-Bahn-Züge. Und hier ist sehr fleißig der Strand. Der Zug erfolgt wohl über die Rampe des Düsseldorf-Arkaden. Natürlich bei Soyer frei. Vielleicht würde sie auch eine harte Treppe nach draußen nehmen. Mal schauen, wo und wie der Zug erfolgt. Sehr, sehr gute Arbeit. Und wegen Bauarbeit ist die Strecke gesperrt. Sehr viel Schotter. Das ist der S-Bahn-Gleis. Das sind die beiden S-Bahn-Gleise und das ist der Regio-Gleis. Ich weiß nun nicht. Hey, es gibt doch nicht nur ein einziges Regio-Gleis hier. Es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal, das ist ein ziemlich großer Bahnsteig oder es wird ein zweites Gleis gebaut. Aber es war ein mittleres Gleis. Aber dann müssen wir die Brücke erweitern. Ich denke eher, dass das nur ein Gleis ist. Da sieht man auch, dass das früher zwei Gleise war, aber das Gleis wird jetzt hier unterbrochen mit dem neuen Regionalbahnsteig. Die wird definitiv einen Bahnsteig gebaut. Und der Grund ist, dass hier sehr viele Leute in der Region arbeiten. Dann können wir hier in die U-Bahn oder in die Straßenbahn, Bus oder auch aufs Fahrrad steigen. Und gleich auch Uni so sehen oder auch in die Bürogebäude. Zum Beispiel da hinten ist schon die deutsche Rentenversicherung und auch davor am Kirchplatz. Da stehen auch sehr zahlreiche Gebäude. Und da fährt eine Eurobahn. Das ist eine Eurobahn. Alles hat nämlich hier Verspätung. Aber es ist ja ein langer Stau. Und meiner Grund ist es nicht nur von Duisburg. Ich bin kaum Störungen. Sondern eher in Raum Dortmund, Wuppertal, Köln, Bonn. Meistens Störungen. Aufgerissen da. Ich hoffe, der kommt auch mal einen Aufzug. Nee, schon halt ein Jahr, aber relativ neu, modern. Nur leider kein Schrägaufzug. Da fährt die Eurobahn rein. Die fährt durch. Das hält hier gar nicht, die L3. Die L3 fährt durch, die L4 hält hier. Und die S11 ist inzwischen Neuss und Düsseldorf unterbrochen. Bis auf Hauptbahnhof. Hey, oder weil wir die Eurobahn, und zwar nur als Einfachtraktion, anstatt Doppeltraktion. Ich verstehe das. Ich habe gehört, dass Abwendung und zusätzlicher Zug teil kommt. Weil das ja absolut nicht in Lappung dann zweiteilig fährt. Das kann ausreichen. Aber warum hier nicht in Düsseldorf? Warum nicht in Düsseldorf, wo sehr viele Fenster stehen, da fährt die U-Bahn. In der U-Bahn-Tunnel oben kann man auch sehr gut spotten, da auf der Tunnelrampe. Und das war's auch schon mit dem Video. Bis zum nächsten Video. Tschüss.